Wunderschönen guten Tag, liebe Boys and Girls. Heute wird's richtig tight, denn für alle Sportler da draußen, das ist das Fitnessvideo, was ihr gerne sehen wollt. Denn heute gibt es sowas von krassen Leg Day, Leute. Ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht. Wenn ihr wissen wollt, wie wir die verwursten und warum wir das im Dutch Oven machen. Und ihr habt es im Thumbnail ja eh schon gelesen, was es gibt. Alles Weitere gibt's nach dem Intro. Direkt im Intro 500 Liegestütze gemacht. Jetzt kann es losgehen. Okay, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge an einem neuen Freitag. Das sage ich hier sonst immer im Intro. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich einfach so hyped vom Leg Day Witz war. Und ich hoffe, ihr zu Hause auch. Freshman, du bist auch der einzige Typ, der am Leg Day Arme trainiert. Ja, ach so. Ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. herzlich willkommen. Ihr seht hier irgendwo schon unten oder daneben oder darunter, was es heute gibt. Wir machen unglaublich geiles Pulled Chicken aus dem Dutch Oven, also richtig klassisch heute, aber mit dem kleinen Twist wie immer und richtig crispy wird es auch. Und jetzt werdet ihr sagen, warum wird das denn richtig crispy, wenn das im Topf ist die ganze Zeit? Das werden wir euch erzählen und noch viel, viel mehr. Bevor wir jetzt aber losstarten, eigentlich machen wir so Community-Zeug ja jetzt immer hinten, aber wir müssen einmal erwähnen, ihr habt es ja bestimmt schon gesehen, Leute, wir sind komplett im Umbau. Und die Akustik müsste schon ein klein bisschen besser sein. Ich bin mal gespannt, wie es auf dem Video wirkt. Ja, ich denke, in ein, zwei Folgen wird es noch besser. Es wird noch besser, Leute, wir sind komplett im Umbau. Wir haben uns sogar hier einen neuen Prakti für kein Geld besorgt. Kannst du mal rüberfilmen? Warte. Mit Milch und Zucker? Ja, bitte. So Leute, also wir sind voll am Machen. Wie gesagt, Dämmung ist schon dran. Hier, unser allseits beliebtes Segel ist wieder am Start. Mit Laub. Siehst du das? Hat der Freshman aus dem Hundehaufen gefischt. Vorgestern. Perfekt. Richtig gut. Also auch Raumklima, großtechnisch ist hier alles voll am Start, Leute. Also, wir haben auch im Hintergrund schon so ein bisschen Late-Night-Stimmung. Genau, wir haben ein bisschen Lake-Night. Ja, Late-Night. Bisschen Late-Night-Stimmung gemacht. Hier hängt alles. Wir haben da so grün, Leute. Also es ist am Kommen. Schreibt uns gerne mal drunter, wie ihr das findet, ob es schon geiler ist. Wie gesagt, hier passiert noch ein bisschen was peu à peu. Okay, Leute, also, Pulled Chicken, Freshman. Pulled Chicken ist so quasi die Erfindung, der Urvater eines Hühnerfrikassees. One-Pot-Gerichts. Sag ich doch. Also dieser ganze Trend, hey, richtig fancy, ich gehe noch hier irgendwie zum Jahrmarkt und Wochenmarkt und dann hole ich mir irgendwie das und das. Zum Jahrmarkt. Hau einmal den Lukas und dann gehe ich mit Lukas shoppen auf dem Wochenmarkt. Und ja, wir machen hier richtig geile One-Pot-Pasta. Leute, das ist so 2010. Das ist so weg. The OG, der absolute Urvater eines One-Pots-Gericht, ist Pulled Chicken. Beziehungsweise eigentlich alles, was du in Dutch Oven packst und dann lässt. Aber Pulled Chicken, seid mega geil. So, Star-Leute sind natürlich hier diese wunderbaren Hühnerbeine. Hühnerknubbel, sagt man im Niederlanden, glaube ich, Hühnerknubbel. Die nehmen wir. Warum, Freshman? Warum nehmen wir keine Hühnertitten? Da ist mehr Fett drin als in Hühnertitten. Ja, wir haben mehr Fett, wir haben Knochen. Ne, Knochen gibt auch nochmal Geschmack. Und das Fleisch ist ein bisschen dunkler als das von Hühnertitten. Das heißt, wir haben halt auch mehr Geschmack. Und das wollen wir natürlich haben, weil so ein Pulled Chicken, wenn ihr das mal gegessen habt, vielleicht mit Hühnerbrust heißt das ja offiziell. Hühnerbrust wird faserig, wird zäh. Da ist null Fett dran, Leute. Da ist überhaupt nichts dran, was Spaß macht. Zumindest nicht, wenn man es lange köcheln lässt. Kurzbraten, eine andere Sache. Deswegen tut mir den Gefallen, nehmt Beinfleisch. Oh, selten, dass du sagst, dass irgendwas mit Brüsten keinen Spaß macht. Genau, Leute. Also, okay, next step. Die Haut, Freshman. Hast du schon mal Pulled Chicken gegessen? Habe ich. Ja. Da warst du sogar dabei. Ach ja, vom Biggie. Vom Biggie, richtig. Genau, richtig. Pulled Chicken. Ja, da ist ja, und das machen wir jetzt. Wir machen das heute so. Ich lehne das so weit wie möglich übrigens von den Zutaten her. Der aufmerksame Zuschauer oder der gebildete kulinarische Zuschauer wird es vielleicht merken. Ich mache so zwei, drei Mini-Anklänge an Coq au Vin. Ich werde nämlich, da komme ich gleich aber drauf, auch mit ein bisschen Rotwein angießen. Ist nicht ganz klassisch, aber wie gesagt, wie immer, es ist meine Version des besten Pulled Chickens, was ich halt so im Portfolio habe. Also, zur Haut, Leute. Die Haut wird natürlich, wie sagt der Fachmann, latschig.
Soggy, wird der Freshman wahrscheinlich sagen. Richtig. Squishy. Die wird natürlich, wenn ihr das lange in Flüssigkeit gart, saugt ihr sich natürlich voll. Da ist nichts mit Crunchy oder sonst wie, sondern ihr kreist da drauf rum. Könnt ihr machen. Da seid ihr die Architekten eurer Orangenhaut hier. Ich mag's nicht. Ich find's viel geiler, wenn man crispy Haut hat. Deswegen ist quasi das Erste, was ich mache, hier gleich einmal die Haut abziehen. Und die Haut werden wir dann, während das Pulled Chicken im Grill ist und richtig vor sich hin pimmelt, richtig schön durchzieht, werden wir die Haut nochmal extra crispy braten. Das heißt, wenn wir dann sowas machen, Freshman, da hast du dich ja schon das ganze Wochenende drauf gefreut, wenn wir dann gleich einen Pulled Chicken Burger belegen, haben wir nicht nur diese crispy Haut, also Hautchips, sondern wir haben natürlich auch Leute, heute ziehen wir alle Register, auch Bacon, Leute. Bacon ist natürlich auch am Start, machen wir auch noch crispy. Viele Leute stapeln den Bacon. Stapeln. Auch in den Dutch Oven mache ich auch nur oben drauf, damit halt der Bacon richtig schön so durchrendert, ne? Damit das Fett ausläuft, damit sich das alles verbindet, damit es auch noch geil nach Bacon schmeckt. Aber auch da wird der Bacon, wenn ihr den drin liegen lasst, besonders unten in der Mitte, wird natürlich in Flüssigkeit nicht wirklich kross. Deswegen nur oben Bacon Layer drauf und den Rest machen wir auch richtig crispy und streuseln den dann drüber. Klingt nach einem geilen Plan, Freshman, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, bevor wir jetzt in den Foodporn gehen, noch den Rest, den wir machen. Also, ich ziehe die Haut ab, Leute. Rezept ist übrigens unten, habe ich auch extra angepasst. Also, sollte passen. Haut abziehen, dann werden wir die rubben, die Schenkelchen hier mit unseren Rub-Resten. Da nehmt ihr natürlich den Rub, der für euch am geilsten ist. Oder ihr guckt mal hier, haben wir nämlich letzte Woche gezeigt, wie man so einen ganz einfachen Standard-Rub selber macht. Auch mega tight. Guckt da mal, macht da einfach mehr, tuppert euch ein, habt da immer Rub zu Hause. Gut, also wir werden die einrubben und dann werde ich auch ganz einfach layern. Ich werde Zwiebeln unten hinlegen, da könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier so eine mannigfaltige Anzahl. Ich habe hier Metzgerzwiebel, ich habe eine weiße französische und ich habe zwei rote Zwiebeln. Einfach in dicke Scheiben schneiden und dann immer Hühner, Zwiebel. Dann kommt ein bisschen Knoblauch rein. Den hacke ich nur ganz fein und leg den unten rein, Freshman. Ich möchte, dass so ein bisschen Knoblaucharoma ist und ich möchte aber, dass der Knoblauch auch ein bisschen angebrutzelt wird. Deswegen lege ich den ganz unten hin in Öl. Wir stellen das dann hier drauf, hören mit dem Öhrchen, wenn es langsam anfängt zu brutzeln, weiß ich, der Knoblauch ist am Machen unten drunter und wir packen den in die indirekte Hitze. Okay. Guter Plan, ne? Hört sich sehr gut an. Gut, dann kommt natürlich noch ein bisschen Barbecue-Sauce, ein bisschen von unserem wunderschön selbstgemachten Ketchup. Blende ich hier oben auch nochmal ein. Ein bisschen Lorbeer und wie gesagt, jetzt sind wir bei dem Coq au Vin. Ich werde einen Schuss Rotwein angießen und ein bisschen Cidre. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich finde, dass dieser ganze Geschmack und das Fett und alles, was da drin ist, einfach unglaublich nochmal geiler wird und einköchelt, wenn wir halt ein bisschen Flüssigkeit in Form von Alkohol reinpacken. Okay, Freshman. Lang genug geredet. Theorie haben wir fest. Jetzt kommt hier unten Making of Pulled Chicken. Du gehst in Foodporn und wir sehen uns, wenn wir Crispy Skin machen. Bis gleich. Okay, Pulled Chicken ist drin. Ich habe hier mal wie immer unsere Probe, unsere Sonde reingepackt hier in das Moped. Einfach um so ein bisschen zu checken,
Wie sieht es im Topf aus? Also, ne, steht ja alles unten im Rezept, aber wir werden jetzt hier dieses Pulled Chicken so bei ca. 130 Grad machen. Und wir haben ja schon gelernt beim Pulled Pork, dass ich hier übrigens oben auch mal einblende aus dem Dutch Oven, die Temperatur im Grill ist nicht die Temperatur, die in der Gussform oder in dem Dutch Oven herrscht. Deswegen lege ich immer so eine Probe rein, dann weiß ich auch genau, wenn es auf 130 Grad gemacht werden muss. Freshman, haben wir innen drin dann auch die 130 Grad. Und wir gehen hier wahrscheinlich so, müssen wahrscheinlich so auf die 200 oder 220 gehen, um in der Form oder in dem Topf halt quasi diese 130 zu erzeugen. Was meinst du, wie lange dauert das jetzt, wenn wir so innen 130 haben? Ja, ich denke mal so 45 Minuten bis eine Stunde, dann sind wir durch. Wie gesagt, ihr könnt zwischendurch mal reingucken, das ist kein Hefeteig, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Dauert dann vielleicht ein klein bisschen länger, bis sich die Hitze wieder da akkumuliert hat. Einfach mal gucken, mit der Gabel gucken, sobald es sich löst, seid ihr ready. Perfekt. Gut, wir kümmern uns jetzt noch um den Crunch währenddessen, das gibt uns ja Zeit. Hast du eigentlich Bier mitgebracht, Freshman? Ja, aber der Prakti ist doch hier. Ah, Jan, hole er uns zwei Bier. Ei, Captain. A few moments later. Ja, perfekt. Ist das nicht geil, Leute? Ja, das ist super, ey. Mit der neuen Location kommt auch neues Personal. Das ist die Straße. So, Alex, hier. Wir haben uns übrigens dazu entschieden, den immer hier schön bei mir zu behalten, weil ich glaube, im Hintergrund würde ja, der... Ja, müsste so viel laufen und so, ist auch doof, ne? Genau, deswegen lassen wir das mal hier. So, ciao, Alex. Upsala. Für dich, Freshman. Ja, Busses, vielen Dank. Stoßen wir erstmal an. Einem guten Sander. Gut, okay. Also, wir wollen uns jetzt noch um den Crisp kümmern. Und da haben wir ja zweierlei. Wir haben einmal den Bacon. Richtig. Und wir haben ja hier diese Hühnerhäute, die wir hier noch abgefrizzelt haben. Habt ihr ja im Foodporn gesehen. Und das ist relativ schön. So, wir machen jetzt so ein klein bisschen Pro-Trick. Wie gesagt, ihr seid die Architekten, Leute. Ob ihr es Crisp haben wollt oder nicht. Hier könnt ihr irgendwas anderes Crispiges draufpacken, was ihr eh schon habt. Wir wollen diese heute nochmal richtig schön crispy machen, denn wie gesagt, wenn wir es auf Burger packen, ist das einfach eine unglaublich gute Sache, wenn wir halt dieses richtig gepulte, richtig weiche Chicken haben in dieser unglaublich geilen Wein-Knoblauchsoße und dann aber noch so ein Crisp-Faktor. Können wir es hier mal einblenden? Crisp-Faktor, ist ein schönes Wort. Genau. Und das machen wir ganz einfach. Dazu braucht ihr nur, Leute, eine Pfanne. Und ein Topf, der in die Pfanne passt, am besten so groß wie möglich. Und dann ist es relativ simpel, Freshman. Weißt du, wie das funktioniert? Ich würde sagen, du legst sie da jetzt rein und dann legst du den Topf oben drauf. Richtig. Also, ich werde hier erstmal diese Häute flachlegen. Okay. Und dann werde ich die salzen. Und dann lege ich die in die Pfanne, Freshman. Guck mal, wir brauchen ja hier so viel brauchen wir ja nicht für die Burger, wenn wir auch noch Bacon haben. Ich mache mal das. Und da seid ihr auch die Architekte eurer Häutchen, Leute. Denn die Reste hier, die wir haben, die hätten wir sonst weggeschmissen. Ne? Weil die wären sonst in dem Topf halt einfach nur labbrig geworden, hätten die meisten wahrscheinlich eh nicht mitgegessen. Hier sparen wir sie auf, ich tupper mir die ein, ich packe die in ein Tiefkühlfach und immer, wenn wir Crispy Skin haben wollen, Freshman, können wir aus unserer Crispy Skin Schublade, das einmal wieder rausholen. Okay, also ganz simpel, einfach hier so ein bisschen, brauchen wir kein Football machen, Freshman, das geht schnell. Machen wir hier einfach ein bisschen Salz drauf und dann legt er die mit der Hautseite, also nicht mit der Innenseite, sondern mit der Hautseite nach unten, einfach in die kalte Pfanne. Geht übrigens auch mit einer gut eingebrannten Gusspfanne, Leute, das ist klar. Dann nehmt ihr euch ein Stück Backpapier. Guck mal, habe ich alles im Öl hier. Perfekt. Soll ich jetzt nochmal den Trick machen hier mit dem... Der funktioniert bei dir nie. Doch. Ich musste den immer machen. Ich musste den immer für dich machen. Okay, mach's richtig Etsy-Style hier jetzt einmal gecuttet, wie ich das hier bastel. Fertig? So, okay, schauen wir mal. Letztes Mal ist mir auseinandergefallen, aber das sieht gut aus, Freshman. Guck ja, mal hier. Das habe ich auch wieder hinter der Kamera gemacht. Falls ihr noch mehr Etsy-Tipps von mir haben wollt, hier unten blenden wir mal meinen Account ein von Etsy. Ne? Könnt ihr was kaufen. Okay, Leute, also Hühnerhaut drin. Hier oben Backpapier, deswegen auch Backpapier, weil wenn es ein bisschen heißer wird, backt es nicht an. Ne, heißt ja nicht Backpapier. Also es ist eigentlich Anti-Backpapier, müsste das heißen. Und jetzt beschweren wir das hier einfach. Das kann der Freshman immer super gut beschweren. Beschweren kann ich mich gut, das stimmt. Und dann machen wir hier unser Seitenkochfeld an. Wenn ihr Fred habt,
Wenn ihr Fred habt, dann guckt da hier oben mal rein. Da haben wir nämlich unseren Seitenkochfeldtrick gemacht für sehr, sehr wenig Hitze. Weißt du noch, wo wir die Roste und das Stöfchen gesetzt haben? Wenn ihr Earl habt, nehmt da einfach einen Rost hier raus und legt ihn noch drüber. Das machen wir jetzt gleich auch. Beziehungsweise Roste sind drin. Ich nehme jetzt einen aus dem Fred. Ist auch egal, um ein bisschen Erhöhung zu haben, damit wir nicht die komplette Hitze haben. Hier natürlich auf komplett klein. Und dann lasst ihr das einfach stehen. Es soll ganz leichte Hitze sein. Es dauert circa so eine Viertelstunde oder so. Soll nicht richtig Brutzelgeräusch sein, sondern soll ganz langsam crisp werden. Und dann gucken wir nachher rein und dann müssen wir einfach nur noch rausnehmen. Fertig. Dann machen wir gleich noch den Bacon. Dann gucken wir danach, trinken unser Bierchen und haben alle Freude. Sehr gut. Perfekt. Welcome back, liebe Leute. So, ihr hört es schon hier an unserem ASMR Brutzel. Warte. Bacon Brutzel. Habt ihr Bock drauf, dass wir mal eine ASMR-Bacon-Folge machen? So 35 Minuten nur ASMR-Bacon-Brutzel. Dann schreibt das mal drunter. Fakt ist, das Pulled Chicken ist jetzt fertig. Wir haben uns hier so ein paar Sander reingestellt und können jetzt eigentlich loslegen. Buns habe ich schon angetoastet. Ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen. Wenn ihr da Bock drauf habt, geht da hier auf unser 65-minütiges Video, wie man Buns toastet. War ein Spaß, haben wir nicht. Können wir aber mal machen. Genau. Was ich euch zeigen will, Bacon ist noch am Machen. Hier ist übrigens die, die Haut. Ne? Und ich möchte euch das einmal zeigen. Achtung. Mm. Siehst du, wie crunchy das ist? Ja. Mm. Sehr gut. Oh. Mm. Das, Leute, zu Hause als Chips vom Fernseher. Unglaublich geil. Alright. So, wo ist mein dritter Arm? Hier. Dann holen wir mal das Pulled Chicken raus und schauen jetzt einfach mal, wie es geworden ist, Freshman. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Es riecht sehr gut. Wir haben es ein bisschen länger drin gelassen. War jetzt eine gute Stunde. Ich nehme es erstmal hier hin. Es dampft schön. Boah, da haben wir aber voll gefüllt, ne? Gut, dass heute Leg Day ist. Die Arme werden schwer. Gut. Okay, raus, raus, Mickey Mouse. Bist du bereit? Seid ihr bereit, Leute? Habt ihr Bock auf Pulled Chicken und alle zu Hause und alle Kinder jetzt so? Ja, komm, mach auf. Okay, fertig? Fertig. Ready, set. Das sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Oh, der Geruch, ne? Mhm. Wie ihr es riechen könnt. Riecht sehr gut. Ich mach den Bacon hier auch mal aus, bevor der ganz schwarz ist. Bleibt eigentlich nur noch eins. Müssen wir mal gucken, ob es gereicht hat und wir pullen können. Wie gesagt, Leute, der Bacon hier oben drauf, guck mal, den kann man natürlich essen, aber sogar der oben drauf lag, ist nicht mega crispy. Ne? Deswegen, wir packen den natürlich auch drauf, weil das wäre verschenkt. Schön sieht er aus, aber so richtig crispy, crispy ist der dann natürlich hier in der Pfanne. So, Freshman, komm mal ran auf einen Zentimeter. Ja. Also nah dran, genau. Okay. Oh Gott, das wollen die Leute nicht sehen. Wir sehen hier schon, wie sich das Fleisch am Knochen zurückgezogen hat. Siehst du das hier? Ja, sehe ich. Das ist ein unglaublich gutes Zeichen dafür, dass das Ding fertig ist. Bei Pulled Chicken, Leute, ist es ja eh egal, weil wir übergaren es ja eh. Also eigentlich ist das ein One-Pot-Gericht mit Gelinggarantie, weil wir übergaren das Fleisch. Wie weit ihr es übergart, seid ihr die Architekten, aber ist halt nicht schlimm, auch wenn es 1,5 Stunden drüber ist oder sonst wie. Boah. Und guck mal hier. Guck mal, es geht alles ab vom Knochen. Wir müssen gar nicht da reinfassen, richtig in die heiße Suppe, sondern ich kann hier einfach alles ganz easy abnehmen. Und die Saftigkeit, Leute, kommt erstens zu einem ganz kleinen Teil dadurch, dass das Fleisch an sich ein bisschen mehr Fett hat als Hühnertittenfleisch. Und zum Zweiten natürlich, dass wir hier die Flüssigkeit drin haben, in der wir das dann schön noch einmal rumsuppen und dann auf dieses wunderschöne Bun hier packen, noch ein bisschen von dem Crispy Bacon und der Crispy, dem Crispy Chicken Skin. Und dann, Leute, ist das einfach das Geilste überhaupt. Freshman, du, warte mal. Ich sabber ein bisschen, ja, ich weiß. Komm mal her, du hast ja ein bisschen, bisschen sabber. Danke. Ja. Also, wir machen jetzt noch einen ganz kleinen Foodporn, wie ich hier pulle. Und okay. Alles fertig mache und du kommst einfach rum, wenn es fertig ist. Machen wir so. Guter Plan. Perfekt. Und Chicken.
fertig, wo ist der Freshman? Ah, da ist er! Ghetto gebaut. Ich habe noch Mayo mitgebracht, weil ich habe das gefilmt und dachte mir, da muss noch Mayo ran. Guck mal, Freshman, jetzt hätte ich's gedacht, hier ist noch Platz für dich. Ja, ist ja billig die Mayo, ne? Mach ruhig viel drauf. Okay, ja, klar. Also, möchtest du erstmal dazu sagen, wie du allgemein diesen Tag heute fandest vielleicht? Den Tag heute? Na, hier, also das Gericht. Es riecht sehr, sehr gut. Ich habe es noch nicht probiert. Normal stibitze ich mir ja vorher immer ein bisschen was. Komm, stibitz dir doch hier mal so ein Stück. Dankeschön. Das ist wirklich lecker. Mhm. Der Sud, ne? Der Sud ist geil. Irgendwas war in dem Rock noch mit drin. Irgendwas, was jetzt rauskommt, oder? Mystery Hub. Aber ich habe, das habt ihr ja gesehen. Fenchel, das ist es. Genau, ihr habt ja gesehen, ich habe noch gesmokte Paprika reingemacht, einfach weil ich es cool finde persönlich. Was und kann's? Halt ein bisschen Fenchel, weil ich diesen Fenchel-Anis-Geschmack halt ganz gern mag. Da seid ihr auch die Architekten. Haut rein, was ihr geil findet, was ihr im Sud auch wiederfinden möchtet an Gewürzen. Und so, ach, guck mal hier. Ach Mensch, da war ja was. Meine Linse, meine Beluga-Linse aus dem Auge gefallen. Genau. Wie findest du den Trick mit dem Crispy Chicken Skin? Die ist mega. Und die habe ich schon probiert. Das schmeckt. Wollen wir nochmal probieren? Schmeckt so gut. Weil, komm, ich breche mir auch einen Stück ab. Also, das ist so geil, ne? Wenn man so ein Hähnchen wagen, ne? Das Geilste an diesem Hähnchen, vom Hähnchenwagen, dieses halbe Hähnchen, ist ja immer die Haut. Ja. Und das ist quasi das nur noch geiler. Das stimmt, es riecht und schmeckt so. Mhm. Nee, es schmeckt so, wie diese Hühnchenhaut im Wagen riecht. Ja, genau. Mega geil. Okay, ich schneide hier erstmal an. Mach das. Bin mal sehr gespannt, auch mit dem Bacon. Aber ich finde halt Pulled Chicken, also es ist auch so ein Put in and Forget One-Pot-Ding. Ja, ne? Ja. Also packst alles rein, kannst halt machen hier. Wir haben hier wieder gewerkelt währenddessen. Und das ist richtig, wie der Freshman sagen würde, richtig soggy. Soggy. So. Wie du sagen würdest, sapsig. Sapsig. So, dann schauen wir mal, Leute. Damn it! Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Mega. Und ich bin eigentlich kein Chicken Burger Fan. Aber machen wir hier. Da hast du schon die Hälfte im Bart. Richtig. Bis für später. Ekelhaft. Muss man mit dem Bus nach Hause. Okay, Konzentration. Dank dir. Mega lecker. Also wirklich. Also Leute, absolute Empfehlung. Nicht nur, weil er es sagen muss, weil er nicht bezahlt wird, sondern ist auch eine ehrliche Einschätzung. Wir haben darüber gesprochen vorhin. Richtig. Nee, Leute, macht es euch nach. Für mich eins der besten Pulled Chicken. Sorry. Alex! Alex muss umgefallen, sorry. Alex muss neu schicken. Nein, alles gut. geht schnell. Ja. Wir hatten jetzt übrigens, das Chicken war Mais gefüttert, deswegen auch die etwas gelbe Haut. Gelbe Haut, ja. Ne, keine Gelbsucht oder so. Gab das Hühnchen, sondern das ist wirklich durch die Maisfütterung. Kann ein Hühnchen Gelbsucht haben? Ich hoffe nicht. Okay. Nehmt auch wie immer gutes Fleisch, Leute, wenn ihr was mit Fleisch macht. Nehmt gutes, ist für die Tiere gut und ist für euch gut, weil es einfach besser schmeckt. In diesem Sinne, macht Pulled Chicken direkt in Töpfen. Wir frieren das auch wieder ein. Ne, ist eigentlich so ein Barbecue-Hühnerfrikassee. Ja. Ja. Manche. Also wer Oma Pitmasterin gewesen, wäre das wahrscheinlich ihr Hühnerfrikassee gewesen. Okay, haben wir das auch geklärt, Leute. Schaltet wie immer ein nächste Woche, wenn es wieder heißt Barbecue. Madness. Booyah Chaka Kavams. Ciao, ciao. Und ciao, Kakao. So. Subscribe, yeah!